Eine weitere Angeklagte, ebenfalls Mitarbeiterin der Bauüberwachung, soll freigesprochen werden. Vor 9 Jahren war das Stadtarchiv eingestürzt, weil sich beim U-Bahn-Bau darunter ein Loch in einer Betonwand gebildet hatte. 2 Menschen kamen ums Leben. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Die Nacht ist meist sternklar und trocken. Die Werte sinken auf 12 bis 5 Grad. Im Bergland kann es Bodenfrost geben. Tagsüber wird es dann durchweg sonnig und vor allem angenehm warm. Lippstadt kommt auf 21 Grad, Kamen auf 22 und Bergisch Gladbach auf 23 Grad. Am Freitag ist es dann bewölkt, vereinzelt kann es regnen und es kühlt ab auf nur noch höchstens 16 Grad. Das war WDR aktuell. Es ist 2.03 Uhr. Es ist 2.03 Uhr. Das ARD Nachtkonzert, präsentiert von BR Klassik. Also mit Felix Henschel am Mikrofon und Musik von Johannes Brahms, die Serie nach Nummer 1, E-Dur für großes Orchester, Opus 11, nennen wir jetzt mit dem Scottish Chamber Orchestra.